Ein Auftritt des FDP-Politikers Wolfgang Kubicki auf einem Kreuzfahrtschiff in der Karibik hat bei PolitikerInnen der Koalitionsparteien SPD und Grüne für Kritik gesorgt. Jemand, der das Amt des stellvertretenden Bundestagsvorsitzenden ausübt, hat natürlich eine gewisse Vorbildfunktion, sagte die erste parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Fraktion Irene Mihalic am Dienstag dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Gerade in Zeiten, in denen wir intensiv über Haushaltsfragen sprechen, ist es da fragwürdig, sich eine Kreuzfahrt sponsern zu lassen, so Mihalic weiter. Der SPD-Vizefraktionsvorsitzende Matthias Mirsch sagte ebenfalls dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, Kubicki sei scheinbar die karibische Sonne etwas zu Kopf gestiegen. Kubickis Büro hatte am Sonntag auf Nachfrage mitgeteilt, dass der Bundestagsvizepräsident in einer Talkshow von Sabine Christiansen auf der Europa 2 aufgetreten sei, habe kein Honorar für seinen Auftritt erhalten. Dass aber Kost und Logis übernommen werden, ist üblich, hieß es in der Mitteilung.